Heute gibt's 10 Fakten zu Mike Let's Play. Fakt Nummer 1, ich sitz vorm Greenscreen. Fakt Nummer 2, ich habe ein rotes T-Shirt an, das neu ist. Fakt Nummer 3, meine Haare sind heute nicht on point, weil es geregnet hat. Fakt Nummer 4, ich sollte endlich mit dem richtigen Video anfangen. Hey Leute und willkommen zu diesem 10 Fakten Video zu meiner Wenigkeit, dem lieben Mike. Ja, ich bin gespannt, wie das abläuft, denn ich habe mir da was Kleines überlegt, beziehungsweise ein bisschen abgeguckt. Und zwar soll das Ganze folgendermaßen ablaufen. Ich werde euch immer 2 Stories erzählen. Eine davon ist wahr, ist die richtige Story, und die andere ist eine falsche Story, also eine ausgedachte. Ich werde euch beide erzählen und werde euch dann immer entscheiden lassen, okay, ist die richtig oder die andere richtig. Ihr könnt dann auf die jeweiligen Videos draufklicken und seht dann eben euer Ergebnis, beziehungsweise kommt ihr dann zum anderen Video, wo ich euer Ergebnis dann quasi erzähle und gleich dann die neuen Fragen stelle und ihr das gleiche dann wieder machen könnt. Das Ganze werden wir 5-mal machen, aber 5-mal und 10 Fakten. Naja, in jedem Video, also 5 Videos, erzähle ich 2 Fakten, weil ich quasi ja immer die Antwort auf die falsche Frage so formuliere, dass es auch ein Fakt ist. Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe vor ungefähr einem Jahr richtig mit YouTube angefangen, wäre das zum Beispiel falsch, denn ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren angefangen und vor ungefähr 1,5 Jahren habe ich richtig viel gemacht, sage ich mal. Das heißt, ihr habt jetzt quasi die falsche Story angewählt, habt aber quasi einen Fakt bekommen, dass ich vor 1,5 Jahren YouTube angefangen habe, so richtig zu starten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, ihr kommt schon in das System rein. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Story Nummer 1. Ich koche gerne. Ich finde es unglaublich cool zu kochen. Ich habe immer einige Ideen, die ich umsetzen will. Ich schaue mir auch Sachen an auf YouTube oder sogar im Fernsehen von irgendwelchen Gerichten, von irgendwas und denke mir dann, hey, das klingt interessant, das könnte man doch mal ausprobieren und versuche das dann auch irgendwann mal umzusetzen. Story Nummer 2. Ich bin ein guter Fußballer. Ich spiele tatsächlich relativ gut Fußball, nicht nur in meinen krassen Videos, sondern auch in Real Life. Und ich kann mich da erinnern, dass ich gar nicht mal vor allzu langer Zeit 5 Tore in einem fucking Spiel geschossen habe. Und das war natürlich das absolute Highlight in meiner Karriere. Da muss man sich schon mal selbst loben, dass ich schon echt krasser Typ bin. Ihr könnt jetzt entscheiden, Mike der Profikoch oder der krasse Fußballspieler. Eure Entscheidung, ihr dürft draufklicken und dann seht ihr eben in diesem Video, was genau stimmt und welche Frage danach kommt. Unbedingt draufklicken, ich bin gespannt.